Es ist 20.30 Uhr und wir melden uns zu später Stunde nochmal zu einer Debattenrunde, zu einem interessanten Thema. Welche demokratietheoretischen Muster sind für Unternehmen geeignet? Das war, sag mal, ein Diskurs, den der Thomas Michel angestoßen hat. Der sollte eigentlich auch heute Abend dabei sein. Hat schon auf Skype vor 10 Minuten oder 15 Minuten gepostet, er sei schon bereit, ob er schon mal reinkommen könne, dann könnte man einen Techniktest machen. Er hat gesagt, ja, dann macht er. Und dann irgendwie hat er technische Probleme, kommt vielleicht noch dazu. Aber es sind ja schon zwei kompetente Experten dabei. Andreas Zeug, den er kennt von einer Unternehmensdemokratiebewegung, und Heiko Nowak, der Spezialist ist für Organisationsentwicklung, also zwei kompetente Vertreter, die uns hier schon mal Rede und Antwort stehen können. Und natürlich seid ihr gefragt draußen im Netz. Ihr könnt euch über die Kommentarfunktion auf Facebook an der Diskussion beteiligen und Fragen stellen beziehungsweise eure Sicht der Dinge darlegen. Das wird natürlich dann hier von den Experten aufgegriffen. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach mit den Thesen von Thomas an. Er hat das ja, sag mal, in einem längeren Beitrag dann auf Facebook gepostet, glaube ich, in deinem Bereich, ne, Andreas, ja. Ne? Ja. Er schreibt: Auffällig ist für mich, dass sich die Diskussion auf konkordanzdemokratische Muster reduziert, konsensdemokratische Muster spielen in der Debatte keinerlei Rolle, ganz zu schweigen von deliberativen Ansätzen. Für die politikwissenschaftliche Demokratietheorie ist darüber hinaus der Minderheitenschutz und die horizontale wie auch vertikale Gewaltenteilung wesentlicher Teil der Demokratiedefinition und damit auch Teil meines Begriffsverständnisses. Da sage ich, holla, da hat er aber so richtig reingehauen. ich glaube, vielleicht, Andreas, wir sollten jetzt mal so das ein bisschen auseinanderklamüsern in dieser ganzen Debatte um Unternehmensdemokratie. Was meinte er damit? Also, schön, dass du bei mir anfängst. Ich bin ja jetzt nicht so unbedingt der Politikwissenschaftler. Ach, stimmt. Ja, genau, deswegen hatte ich ja vorgeschlagen, meinen sehr geschätzten Kollegen Heiko noch mit reinzuholen, der ja dann nun deutlich differenzierter unterwegs ist als ich. Ich fange mal vielleicht etwas laienhafter an, und Heiko, du kannst das ja dann gerne professionalisieren bezüglich des Politik-Talks sozusagen und der politischen Fachbegriffe. Also ich stimme dem Thomas insofern sehr, sehr zu und war sehr dankbar für seinen Post, den er da bei Facebook geleistet hat, weil ich selber als Berater immer wieder, wenn es denn um die Demokratisierung von Arbeit geht, wenn es um Unternehmensdemokratie geht, feststelle, dass es ein sehr reduziertes oder sehr eingeschränktes Verständnis davon gibt, was nun Unternehmensdemokratie sei. Also was mir typischerweise begegnet, und ich glaube, das ist auch ein Stück weit das, was der Thomas da wesentlich elaborierter und ausdifferenzierter formuliert hat in diesem Beitrag, den du gerade vorgelesen hattest. Was ich immer wieder feststelle, ist eine Reduktion der Unternehmensdemokratie einerseits auf Basisdemokratie. Da kommen dann auch immer wieder Bilder, die bedient werden, mit Erinnerungen an die alten BGs, wie man da dann irgendwie mal früher vor 20, 30 Jahren in der versifften Küche gehockt hat und quasi basisdemokratisch, es gab nicht den einen Leader, der am Ende dann zu bestimmen hat, dann überlegt hat, wie wir denn jetzt Ordnung in die Saubude bringen. Ne? Und dann irgendwie um 5 Uhr morgens nach einem Kasten Bier sieht die Küche noch genauso, wenn nicht schlimmer aus, aber das Problem ist nicht gelöst. Und da kann ich nur sagen, ja, na klar, da ist viel dran, nur es stimmt halt einfach nicht, dass diejenigen Unternehmen, die man mehr oder weniger gegebenenfalls als demokratische Unternehmen oder Organisationen bezeichnen kann, dass die nach diesem Demokratiemuster funktionieren. Tatsächlich ist es faktisch so, dass ich exakt in meinen Recherchen nur ein Unternehmen gefunden habe, das mit genau diesem Anspruch gestartet wurde seinerzeit. Und das war die Wagner Solar GmbH und Co. KG, wo so 6, 7 Studenten aus Marburg damals zusammengekommen sind und wirklich auch den Anspruch hatten, alle entscheiden alles. Interessant, obwohl ich selber überhaupt kein Fan davon bin und das auch überhaupt nicht für klug halte. Null, ich sehe das sehr kritisch. Trotzdem möchte ich anmerken, was ich spannend fand, dass dieses Unternehmen es trotz dieses Ansatzes und mit diesem Start
tatsächlich bis zu einem der europäischen Marktführer geschafft hat im Bereich Solarwärme. Also das ist jetzt nur mal so ein erster kleiner Aufschlag. Ich könnte das noch vertiefen, aber ich möchte die ganze Zeit erzählen. Ich freue mich einfach, Heiko, wenn du gegebenenfalls jetzt auch deine Sicht da jetzt einfach mal reinspielst. Genau, ja, hau rein, Heiko. Ja, sehr gerne. Mich würde in der Tat interessieren, was Thomas genau damit meinte, denn wenn er auch schreibt, dass Konsensdemokratien nicht in dem Sinne Bestandteil der Debatte um Unternehmensdemokratie ist, dann wundere ich mich schon. Denn gerade so Ansätze wie Holacracy und Soziokratie haben ja auch den Ansatz eben von Consent. Mhm. Und insofern ist es eine Annäherung an den Konsens mit einem qualifizierten Veto. Und insofern wundert mich, wie Thomas da zu seiner Einschätzung kommt. Ja, auch die Reduktion auf Konkordanzdemokratie, also können wir ja das Schweizer Beispiel anführen, wäre jetzt ja nichts Negatives. Also das soll quasi maximale Beteiligung dann ermöglichen. Mhm. Wäre jetzt auch nicht zu kritisieren, wenn es so wäre. Aber ich glaube, das findet, glaube ich, in diesem ganzen Kontext Unternehmensdemokratie spielt gar nicht so eine große Rolle. Also ich glaube eher, konsensdemokratische Muster spielen schon eine Rolle. Denn in den Beispielen, die diskutiert werden, wird immer Premium-Cola genannt, ne? Also der Lutz Becker hat das in einem Buchaufsatz dann hervorgehoben. Ich weiß nicht, was fallen dir noch Beispiele ein, Andreas? Konsensmodelle? Naja, also die Frage ist ja, wie man das methodisch jetzt überhaupt auch umsetzt und auch mit der, wie soll ich sagen, der Sicht der Organisationen auf sich selbst, was denn dann nun als demokratisch gelten kann oder was nicht. Also ein Konsensmodell im engeren Sinne habe ich jetzt spontan gerade nicht im Kopf. Aber ich finde, es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, die eben tatsächlich in dieser Richtung unterwegs sind. Wenn wir jetzt einfach nochmal einen anderen Begriff reinnehmen, nämlich den der Partizipation oder der gemeinsamen Gestaltung im Allgemeinen, dann kommen wir natürlich sehr schnell in Bereiche, die man durchaus als demokratische Modelle verstehen kann, die dann möglicherweise jetzt aus meiner laienhaften Sicht bezüglich der Politikwissenschaft für mich jetzt nicht eindeutig der einen oder anderen Richtung unbedingt zuzuordnen sind, sondern eher Mischmodelle sind. Und das ist eher die Realität, der ich als Berater begegne. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das wahrnehmt, wie ihr das seht. Das wäre jetzt mal so das, was mir jetzt spontan einfällt. Ja. Dann wären wir ja bei den deliberativen Ansätzen auch, ne? Also genau. Im Sinne von Jürgen Habermas, also partizipative Konzepte etc. Und das spielt ja schon eine große Rolle. Also wie siehst du das, Heiko? Ja, doch, genau so. Ich frage mich gerade, inwieweit Vereine auch zur Unternehmensdemokratie zum Beispiel gezählt werden können und in denen ja mehr Mehrheitsentscheidungen auch stattfinden, durch die Mitgliederversammlung, durch die Satzung dort. Und es gibt ja auch Vereine, die unternehmerisch tätig sind. Insofern sollte man das, glaube ich, auch noch ins Spektrum reinnehmen. Also das wäre vielleicht was, Entschuldigung, was ich gerne einfach noch ergänzen würde. Also ich würde das jetzt ungern nur auf Kapitalgesellschaften reduzieren wollen, den Blick, die eine Gewinnerzielungsabsicht haben. Sondern ich würde das einfach mal die Diskussion, wenn es für euch okay ist, einfach auf Organisationen im Allgemeinen beziehen. Mhm. Und was mir schon noch einfällt, was so ein bisschen in so eine Richtung geht, sind natürlich all diejenigen Unternehmen, die in irgendeiner Weise Führungskräftewahlen jetzt ausprobieren. Da wäre natürlich jetzt mal so als einer der Vorreiter der letzten 3, 4, 5 Jahre, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, Haufe Umantis, die ich auch in meinem Buch beschrieben hatte. Und das sind dann natürlich halt eben Mehrheitsentscheide im Sinne einer Wahl. Also um halt eben eine Führungskraft zu wählen, das kann dann im weitgehendsten Falle der CEO sein, der ja eben auch mit Wahlen durch die Belegschaft gewählt wurde und jetzt mittlerweile ja schon mehrfach immer wieder bestätigt wurde, jetzt in diesem konkreten Fall von Haufe Umantis, wobei das dann nochmal eine ganz andere Diskussion wäre, was da dann gerade passiert, wenn dann immer die gleiche Person immer wieder gewählt wird.
Und was da dann für Muster entstehen, das wäre für mich nochmal eine ganz spannende Frage, die aber jetzt ein bisschen abseits davon liegt. Ein anderes Beispiel ist natürlich, was Hauff Romantis ja bei der Telekom zum Teil auch versucht hat einzuführen, beziehungsweise es auch wohl gemacht hat, dass halt auch dort Führungskräftewahlen halt stattfinden können. Aber wohl reduziert auf die Kommunikationsabteilung bislang, ne? Ja, nicht, absolut, genau. Also jene Abteilung. Und das Modell ist aber an sich natürlich überhaupt nicht neu, was jetzt auch keine Bewertung darstellt, sondern einfach nur, um das nochmal im Historischen ein bisschen zu beleuchten, jene Wagner Solar GmbH und Co. KG, von der ich schon erzählt habe, als die dann ihre Basisdemokratie irgendwann aufgegeben haben, sind sie tatsächlich in so ein anderes Muster reingegangen, nämlich in so einen Mehrheitsentscheid. Ah, der Thomas ist da. Ja, sorry, die Technik wollte nicht, wie ich die ich wollte. Ja, jetzt bist du ja drin. Genau. Ja, führ noch mal aus. Genau, ich führe den Satz noch gerade zu Ende und dann gebe ich gerne wieder ab. Spannend finde ich es halt genau in dem Moment auch zu gucken, wie das bei Wagner gelaufen ist, dass dann halt eben aus diesem basisdemokratischen Muster dann halt so ein Konsensmuster entstanden ist, in dem dann halt eben tatsächlich irgendwann eine Hierarchiestufe eingeführt wurde, der Abteilungsleiter. Und dann gab es halt die Geschäftsführung, die es ja rein von der Vorgabe, der gesellschaftsrechtlichen Vorgabe her geben muss, gab es dann nicht einfach darunter nur alle anderen, sondern dann gab es irgendwann noch die Abteilungsleiter und darunter dann alle Mitarbeiter in den Abteilungen. Mhm. Und diese Mitarbeiter der Abteilungen haben dann ihrerseits halt die Abteilungsleiter gewählt. Und das haben die halt eben auch damals schon so Mitte, Ende der 70er ungefähr angefangen. Also es liegt schon mal eine ganze Weile zurück. Und das finde ich halt einfach auch nochmal gut, das einfach nur im Kopf zu haben. Und das ist überhaupt keine Bewertung von dem, so nach dem Motto, was jetzt Haufe macht, ist kalter Kaffee und deswegen taugt es nicht. Weil das höre ich ja immer wieder bei der Unternehmensdemokratie im Allgemeinen. Ja, das gab es doch schon in den 1970ern. Naja. Das ist aber für mich kein Argument, ob das nun wertvoll ist oder nicht. Das ist ja egal. Das gab es ja auch beim Daimler. Bei der Vorarbeiterwahl, glaube ich, ne? Man konnte Vorarbeiter wählen, sagen wir so. Jetzt ist ja der Thomas da, hat es doch noch reingeschafft, vielleicht haperte es an der Bandbreite oder so, na egal. Aber vielleicht kannst du nochmal deine Position darlegen. Du sagtest ja, es wird auf Konkurrenzdemokratie reduziert, die Diskussion. Sehe ich nicht so ganz. Konsensdemokratische Muster spielen in der Debatte keinerlei Rolle. Da habe ich das Beispiel Premium Cola genannt. Wird ja immer so als neues Beispiel aus der Gründerszene genannt. Aber egal, Thomas, vielleicht erklärst du erstmal deine Position. Also bei mir ist es sauer aufgestoßen, deswegen, weil ich in der alltäglichen Diskussion immer wieder merke, also jetzt jenseits von den Kreisen, die schon in der Materie drin sind, dass das Demokratiebegriff immer wieder reduziert wird auf das, was man in der großen Politik sieht. Und das ist halt nochmal mehrheitsdemokratische Konfliktmuster sind. Und das Bewusstsein für konsensusdemokratische Ansätze oder was halt eben über diesen reinen Mehrheitsentscheid hinausgeht, halt oft fehlt, was den Demokratiebegriff betrifft. Und das war der Hintergrund meines Kommentars. Okay. Wie sehen die anderen beiden das, Heiko und Andreas? Welche Modelle seht ihr überhaupt, die dominieren im Unternehmenssektor? Ist es eher das Haufe-Modell, nach Mehrheitsentscheidungen vorzugehen? Oder welche Ansätze seht ihr? Andreas, da hast du vielleicht mehr Übersicht als ich. Genau, Andreas. Also sagen wir so, mein Eindruck ist, dass es, wie soll ich sagen, eher verschiedene Bausteine gibt, demokratische Bausteine, die verwendet werden und die dann zum Teil so ein bisschen gehypt werden oder halt eben öfter zu beobachten sind, so wie genau das, worüber wir jetzt am Ende gesprochen haben, dieses Thema Wahlen von Führungskräften. Und diese Wahlprozesse sind dann halt Mehrheitsentscheidungen.
Die sind zum Teil auch nochmal unterschiedlich gelagert. Mehrheitsentscheid gibt es ja nun auch mal verschiedene Formen nochmal. Ne? Das kann eine einfache Mehrheit sein, eine Zweidrittelmehrheit, eine absolute Mehrheit etc. pp. Und die ja, also das würde ich jetzt erstmal hier so stehen lassen und jetzt auch die Frage so auch vielleicht an konkreten Beispielen vielleicht nochmal festgemacht an dich, Thomas, anhand welcher Beispiele möglicherweise du auf diese Wahrnehmung gekommen bist. Das ist in meinem Fall eher die Diskussion, wie ich sie in meinem Alltag erlebe. Mhm. Und mir fällt dann auch immer wieder auf, dass es sich der Demokratiebegriff, wie er da verwendet wird, rein auf die Entscheidungsfindung reduziert. Was noch mit dranhängt, das ist zum Beispiel für mich gehört zum Thema Demokratie die Aufteilung von Macht, also Gewaltenteilung, wie man es jetzt im politischen Bereich sagen würde, nicht was viel diskutiert wird, Zentralisierung versus Dezentralisierung, sondern auch eine Föderalisierung im Unternehmen, würde ich das jetzt einfach nennen, dass man dieses System Checks and Balances auch in ein Unternehmen überträgt. Und das fehlt mir zum Beispiel auch in der Diskussion. Mhm. Das fand ich auch, sag mal, das zahlt sag mal auch eher auf mein Konto ein. Andreas wird das kennen, meine Diskussion. Also wie kann man Institutionen bauen, um Machtmissbrauch zu verhindern oder sag mal unfähige Machthaber zu reduzieren in ihrer Macht. Das ist ja sag mal mein Popper-Credo immer, dass man sich anschaut, also wie müssten sich immer Regeln ändern, damit man den Machtmissbrauch eingrenzen kann. Das fand ich sehr sympathisch. Und du schreibst ja auch alles Dinge, die in der Diskussion häufig keinerlei Rolle spielen. Schaue ich mir die Diskussion an, werden die Dinge in Gegensatz gesetzt, die nicht gegensätzlich sind. Ein Netzwerk ist nicht per se demokratisch. Das sehe ich genauso. Eine Hierarchie nicht per se autokratisch. Das unterschreibe ich auch. Ganz im Gegenteil, Netzwerke können auch autokratisch sein. Ganz klar, es können auch elitäre Netzwerke sein. Oder es kann eine Politik sein, die man ja auch, die Castell beispielsweise beschrieben hat, die zu einer Desorganisation der Massen führen. Ne? Also dass elitäre Netzwerke dazu beitragen, dass man eben weniger Beteiligung ermöglicht. Ne? Also insofern, das wird noch die Heiko und Andreas, das würdet ihr doch, glaube ich, unterschreiben, oder? Das schon. Wobei ich mich frage, ich meine, ihr hattet auch beide den Machtmissbrauch genannt und die Gewaltenteilung zum Beispiel gegen Machtmissbrauch. Und dann denke ich mir, naja, okay, aber das ist ein Kriterium auch von einem Staat, von einer Gesellschaft, wo es ein Staatsvolk gibt und was eine Machtlegitimation, eine Herrschaftslegitimation braucht. Denn in den Staat werden wir quasi hineingeboren als Bürger. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, ein Unternehmen ist aber anders mit seiner Demokratie. Den Machtmissbrauch zu verhindern, da sehe ich aus unserer Historie eher vielleicht Gewerkschaften oder Arbeitnehmervertretung. Aber was jetzt, glaube ich, auch kommt, ist, und das ist anders als Machtmissbrauch zu verhindern, ist zu gestalten. Und ich glaube, in der Demokratie in einem Unternehmen ist ganz stark auch diese Gestaltungsmacht und der Wille zur Gestaltung drin. Thomas, wie siehst du das? Ich habe auch in einem Unternehmen, vor allem in einem großen Unternehmen, das Problem, dass sich Herrschaftsstrukturen herausbilden können, also wenn wir bei den politischen Begriffen bleiben, die destruktiv wirken können und die zu einer Machtkonzentration im Unternehmen führen können, die sich nachteilig auswirkt. Deswegen würde ich sagen, auch in dem Unternehmen habe ich diesen Gedanken der Gewaltenteilung ein Stück weit irgendwo abzubilden. Und allerdings dann sicherlich unter einem anderen Aspekt betrachtet, wenn es um Legitimation geht.
Also ich finde halt diese Frage der Legitimation, die finde ich sehr interessant und überhaupt nicht einfach zu beantworten, beziehungsweise ich hätte erstmal keine direkte Antwort, sondern ich finde, es wäre eher ein Bereich, wo man gemeinsam sich mal mit auseinandersetzen sollte, ne? Inwieweit bestimmte Tätigkeiten und eine Gestaltungsmacht legitimiert sein muss. Momentan ist es ja vor allen Dingen einfach erstmal durchs Gesellschaftsrecht und durch das Eigentumsrecht und Haftungsfragen gestaltet und auch legitimiert. Darauf hattest du ja auch schon verwiesen, Thomas. Das ist natürlich schnell ein Totschlagargument, ja, also von Seiten derjenigen, die zum Beispiel in der Geschäftsführungs- oder Vorstandsposition sind, weil sie ja ein größeres Risiko tragen oder weil sie ja ihr Eigentum eingebracht haben, ja, deswegen haben sie halt automatisch eben genau dieses Anrecht und dadurch sind sie legitimiert. Und das finde ich halt, das finde ich tatsächlich heutzutage eben nicht mehr so einfach zu sehen. Also du hast ja selber auch schon irgendwie Gedanken reingebracht, Thomas, in der Auseinandersetzung, wo wir schon irgendwie drüber diskutiert haben, dass das halt eben so einfach und so klar nicht zu formulieren ist in dem Moment, wo halt eben auch immaterielle Werte durch das Wissen und das Know-how der Mitarbeiter reinkommt, die nicht so einfach zu greifen sind, dann ist das mit dem Eigentum halt irgendwie etwas schwierig abzubilden. Ja, vor allen Dingen auch, wenn es jetzt nicht inhabergeführte Unternehmen sind, also wenn es GmbHs oder AGs sind, also der Herr Winterkorn, für was muss der denn haften? Ist überhaupt schon mal ein Unternehmenschef in Knast gewandert? Also in Deutschland nein, in Amerika ja. Ja, in Deutschland fällt mir halt keiner ein, ne? Also ja. Uli Hoeneß nicht durch seine Bayern-Tätigkeit, nur durch seine Blödheit im privaten Umfeld. Da ist er halt mal ins Gefängnis gekommen. Aber also ansonsten ist der wie hieß er, Mittelhoff. Ach, Mittelhoff, genau, Mittelhoff, richtig. Kontor. Ja, genau. Ja. Der war ein Knast. Aber ansonsten, wenn wir das aufgreifen, also ich habe in einer Kapitalgesellschaft, wer ist denn da im Management Eigentümer? Im Regelfall keiner. Keiner. Ja, genau. Ich kann es nicht vergleichen. Ich denke, deswegen ist es schwierig in der Diskussion, wenn ich mit einem kleinen Mittelständler diskutiere, weil da ist es tatsächlich noch so, es ist sein Privatvermögen, das da drin steckt. Der Laden ist Inhaber geführt. Dann ist das eine andere Legitimationsstrang wie in einer großen Aktiengesellschaft. Und da muss ich mit Sicherheit da auch schauen, unterschiedliche Modelle reinzubringen, weil die Diskussion eine ganz andere ist. Was mir aber, du hast angesprochen, extrem auffällt, sind gerade die Bereiche, wo der Mitarbeiter zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ich will jetzt das Wort Personalressource nicht unbedingt benutzen, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. Aber wenn ich mir viele Dienstleistungsbereiche mittlerweile anschaue, dann ist es doch letztendlich so, nicht mehr die Produktionsmittel und das Geldkapital ist das Ausschlaggebende, sondern das, was meine Mitarbeiter mitbringen. Das muss ich ja irgendwo würdigen. Das heißt, ich habe auch bei der Diskussion in dem Thema Unternehmensdemokratie keine einfache Situation, weil ich es ja mit sehr unterschiedlichen Organisationen zu tun habe. Ja. Und deswegen denke ich, gibt es da auch keine einfache Antwort zu sagen, das Modell passt überall oder passt auf diesen Typ, sondern das muss man durchaus in die Diskussion mit einfließen lassen. Also wir bekommen jetzt kräftig Kommentare rein, also die muss ich jetzt mal abarbeiten, sonst schimpfen die noch her. André Klaasen, führt das Wählen von Führungskräften nicht dazu, dass auch hier immer dieselben gewählt werden, getreu dem Motto, der hat die meiste Erfahrung. Also Andreas, du hast das vorhin schon erwähnt, ist das dann nicht so eine Wiederholungsschleife, dass man dann irgendwann Ergebnisse hat wie in der Capechina? Also, genau. Also dass einfach der Wettbewerb nicht da ist. Ne? Genau.
Also Fakt ist, sagen wir mal so, ich würde jetzt mal auf zwei relativ exponierte Unternehmen abzielen. Das eine, also beide hatte ich schon genannt gehabt. Das eine war jene Wagner GmbH, Solar GmbH und Co. KG. Dort ist es tatsächlich so passiert in der Historie, dass dann die Abteilungsleiter immer wieder gewählt worden sind. Es ist quasi eben genau das entstanden, wovon damals seinerzeit Roman Herzog gewarnt hatte, nämlich eine Expertokratie. Es war dann die Kratie, die Herrschaft derjenigen, die vermeintlich, muss man dazu sagen, die Experten waren. Denn sowohl von Mitarbeiterseite aus als auch von der Geschäftsführungsseite aus, und ich hatte mit beiden Seiten gesprochen, waren beide Seiten sich darüber einig, dass eigentlich häufig gar nicht so eine Expertise vorhanden war, sondern es war nur das vermeintliche Bild davon, dass man selber sich relativ insuffizient und unfähig gefühlt hat, weil der andere ja das ja schon irgendwie 2 Jahre gemacht hat. Und dann hat man ja so einen Kumulationseffekt, ne? Also nach dem 3. Jahr ist er ja noch mehr Experte und nach dem 4. noch mehr. Und sozusagen, je länger jemand in der Machtposition bleibt, umso wahrscheinlicher wird es, dass er dort bleibt, wenn man diese Expertenlogik hat. So, und wenn ich mir jetzt Haufe Omantis angucke, dann schaue ich mir an, der augenblickliche CEO Marc Stoffler ist jetzt, ich weiß nicht, ob er in der 4. Legislaturperiode schon ist oder in der 3., ich habe den Überblick verloren, aber Fakt ist, er wurde auch immer wieder gewählt. Ich erlaube mir überhaupt kein Bild über das, was jetzt nun Marc Stoffler leistet oder nicht leistet und ob er einen super Job macht oder eben nicht. Ich kann das nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Mir fällt nur von außen eben auf, da wird wiedergewählt, wiedergewählt, wiedergewählt. Und insofern würde ich da an der Stelle mir erlauben, ganz kurz einfach methodisch was einzuwerfen. Ich fände es halt sehr, sehr interessant. Genau deswegen, und vielen Dank an Andreas Klaassen für diese spannende Frage, einfach auch andere demokratische Instrumente mal zu ventilieren, sprich zum Beispiel das Losverfahren versus Wahlverfahren. Ja, und wenn man das historisch sich anguckt, dann ist ja nun, also wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt hat, eigentlich klar, dass das Wahlverfahren eher dem Erhalt einer irgendwie gearteten aristokratischen oder aristokratieähnlichen Struktur dient und das Losverfahren das eigentlich demokratische Verfahren ist. Ich habe noch eine schöne Frage für Heiko. Das, was ein Unternehmen ist, ist leichter zu beschreiben als der Begriff Demokratie. Was ist denn für Sie Demokratie, meine Herren, fragt Bernd Oliver Bühler. Er sitzt uns. Ja, das die schönste Definition, die ich heute gelesen habe, war die, überall dort, wo darüber diskutiert wird, was Demokratie ist, da kann man sich sicher sein, das ist Demokratie. Okay. Ja. Insofern, ja, aber eben Demokratie finde ich so vielfältig in der Ausformung. Es ist ja einerseits schön, andererseits vielleicht manchmal überfordernd. Ja, da wo wir Macht haben und sozial gestalten und uns auf Regeln eingelassen haben, diese Macht aufeinander zu verteilen in unterschiedlichen Art und Weisen. Ich fand das, was Thomas noch geschrieben hat zur deliberativen Demokratie, das fasziniert mich eigentlich, ne? Also Teilhabe an öffentlichen Kommunikationen, oder es gab ja auch Konzepte, bevor die Piraten es verhunzt haben mit dem Liquid Democracy Ansatz, den fand ich eigentlich sehr sympathisch. Die Piraten haben es halt blöd umgesetzt und haben das so ein bisschen kaputt geredet, aber Thomas, was wäre denn dein Ideal? Mein Ideal ist eine Mischform. Also kommt drauf an, sag ich mal wieder, wie groß das Unternehmen ist. Nämlich den großen Konzern wäre das für mich ein Stück Mischform. In den kleinen Teams, in kleinen Einheiten, viel deliberative Elemente, viel konsensusdemokratische. Und je weiter ich das im Unternehmen hochzoome, dann würde ich tippen, dass hier Mehrheitsprinzipien effizienter und effektiver sind umzusetzen. Das Ganze würde ich aber gern, ich weiß, es klingt ein bisschen schräg, wenn man von Unternehmen, von Föderalisierung spricht,
Aber damit meine ich die strategische Ebene, zu sagen, ich habe unterhalb der Spitze nochmal eine Ebene, die eine Art Vetorecht hat bei bestimmten strategischen Entscheidungen. Also so eine Art Zweikammersystem. So in der Richtung, ja. Ja. Einfach um zu verhindern, dass im kleinen Zirkel, weil die Gefahr besteht immer, gerade so in so kleinen Zirkeln, die für relativ isoliert sind, dass die dann untereinander was ausklüngeln und dann das Gegengewicht fehlt. Und das sehe ich, das gehört für mich einfach auch zu meinem Verständnis von Demokratie dazu, diese Checks and Balance mit einzubauen. Genauso wie ich in Analogie zum Rechtsstaatsprinzip auch sagen würde, ein Unternehmen muss auf verlässlichen Regeln funktionieren und basieren, also Grundprinzipien, nicht Regeln im Sinne von, wir haben alles kodifiziert, aber verlässlichen Prinzipien, wo ich weiß, da kann ich mich drauf verlassen, dass diese Transparenz gegeben ist und dass nicht irgendwelche Dinge willkürlich passieren. Ja. Und auch das erleben wir in vielen Unternehmen tatsächlich. Und ich behaupte auch ganz einfach, dass jedes Mitglied oder jeder Mitarbeiter von ganz klein bis ganz groß im Unternehmen, da hängt auch eine Existenz dran. Also die haben auch ein gewisses Eigeninteresse, das Unternehmen vorwärts zu bringen. Und dieses Eigeninteresse müsste ich irgendwo sichtbar machen. Und das kann ich halt eben in der Komplexität, die so ein Unternehmen hat, in einer bestimmten Größe, eben nur durch entsprechende Entscheidungswege machen, die auf Augenhöhe funktionieren. Und da gibt es aus meiner Sicht nichts anderes als demokratische Formen zu wählen. Man könnte sich ja auch, Andreas, nach außen öffnen. Professor Kleinwächter hat das mal ins Spiel gebracht. Also wenn man von Corporate Governance redet, dann hat er zum Beispiel im globalen Maßstab, er hat dann das Beispiel TTIP angeführt, dass man da eigentlich auch eine Politik der runden Tische machen könnte. Also mit einer kritischen Öffentlichkeit, also dass man NGOs dazu holt, kritische Bürgerschaft oder. Also auch da wären andere Beteiligungsformen möglich. Exactement, ja, sehe ich genauso. Du hattest das, ich sag mal, das bekannteste Beispiel ja schon genannt, dass das ja auch schon realisiert hat und realisiert, nämlich Premium Cola. Da kann tatsächlich ja im Prinzip jeder mitgestalten, der will. Auch der Lieferant, ne? Ja. Genau. Und ich würde jetzt an der Stelle mal kackfrech, auch wenn wir nur eine sehr junge und sehr, sehr kleine, quasi mikroskopische Organisation sind, würde ich das Unternehmen, was wir jetzt gerade in Gründung irgendwie voranbringen, einfach mal nennen, wo Heiko und ich eben unterwegs sind. Aha. Insofern, als dass wir selber damit experimentieren. Also wir sind sozusagen, wenn wir uns alle zusammennehmen, 8 Leute, wir sind insofern noch in Gründung befindlich, als dass wir die gesellschaftsrechtliche Endform sozusagen noch nicht gefunden haben. Die entwickeln wir gerade noch. Also da sind wir gerade noch bei der Prototypenentwicklung dabei, um die dann mit den Anwälten abzugleichen, was da geht und was nicht geht. Zurzeit sind wir formal nichts weiter als eine GbR. Und das Interessante ist jetzt, als einfach mal ein konkretes Beispiel aus der eigenen Erfahrung, innerhalb der GbR sind nur 3 Personen. Es war vor der Gründung der GbR aber, und Heiko, du kannst ja dann deine Perspektive gleich mit einbringen, als derjenige, der nicht in der GbR ist. Also ich bin Geschäftsführer, einer der beiden Geschäftsführer in der GbR sozusagen, und dann haben wir halt 3 Gesellschafter zu gleichen Anteilen. Und wir haben damals gesagt, kurz vor der Gründung der GbR erstmal, alle im Team können gerne rein, und am liebsten wäre mir, Andreas, wenn auch alle dabei sind und wir alle dann halt eben als Geschäftsführer operieren. So. Dann gab es aus verschiedenen Gründen, und jetzt glücklicherweise sind wir deswegen auch gut aufgeteilt, jemanden oder mehrere Leute, die gesagt haben, sie wollen nicht reinkommen. Aber inhaltlich ist es so, dass mir zum Beispiel die Meinung von Heiko im Prinzip genauso wichtig ist wie die von den Leuten, die in diesem formalen Rahmen drin sind. Also wir reden jetzt über die Unternehmensgrenze, über Innen und Außen. Auch systemisch ja nochmal eine sehr interessante Geschichte. Ja.
Und was wir versuchen ist, dass wir diese Grenze sozusagen nur maximal wenig bedienen und sagen, okay, also jetzt ist einfach tatsächlich an der Stelle es aus meiner Sicht nicht mehr sinnvoll, die Meinung von Heiko an der Stelle der nachzugehen. Da würde ich jetzt als Andreas ein Veto reinhauen. Ja, ich kann das jetzt ganz konkret noch machen, damit es einfach auch nochmal klarer verständlich wird. Wir haben irgendwann unser Logo entwickelt und unser Branding. Ja, und irgendwann hatten wir dann tatsächlich durch ein internes Abstimmungsverfahren, ja, haben wir dann ein Logo gehabt, wo ich als Geschäftsführer der GbR, für die dieses Logo steht, gesagt habe, nee, aber die Farbe und dieses Design, damit kann ich gar nicht mitgehen, Veto. Ja, aber da war genau das, also in Mikroform natürlich, ja, Gunnar, was du angesprochen hast. Aber es ist schon spannend, in diesem ganz kleinen mikroskopischen Rahmen damit zu experimentieren, fand ich extrem spannend und wichtig. Und wir versuchen das, glaube ich, mehr oder weniger aufrechtzuerhalten und natürlich immer weiterzuentwickeln. Wenn es okay ist, fände ich es schön, wenn Heiko noch was dazu sagen kann. An der Stelle würde mich einfach interessieren, wie er als derjenige das beschreibt, der außerhalb dieser Grenze ist. Ja, genau. Ja. Genau, Heiko, beschreib deine Rolle außerhalb. Ja. Ich verstehe meine Rolle eher als Satellit. Ich habe vollen Einblick und kann voll partizipieren in dem Kernkreis quasi mit, habe aber trotzdem noch eine Außensicht darauf. Und das ist für mich spannend. Und ich kann mich einfach mit meinen Argumenten einbringen und auch meine Zustimmung oder meine Abwehr manchmal signalisieren. Aber wir stimmen eben auch zusammen ab. Und der Kernkreis der GbR hat dann natürlich nochmal ein anderes Vetorecht, wie Andreas eben auch beschrieben hat. Mhm. Wie zum Beispiel jetzt bei dem Logo. Die Frage ist halt, wie festgefügt dann eben diese Regeln sind. Ne? Also das ist jetzt auch eine Frage, die Sven Franke hier reingeworfen hat. Wer und wie legt man die angesprochenen Regeln fest? Nicht, dass sie, sag mal, irgendwann wieder umgestürzt werden. Ich erinnere mal an ein Unternehmen, ZAP, ne? wird dem einen oder anderen noch ein Begriff sein. ZAP-Umzüge, ne? Das ist doch mal in dieser 68er-Euphorie. gestartet, so eher auch nach basisdemokratischer Organisation, also wo dann alle so an einem Strang geführt haben, gezogen haben. Letzten Endes ist Meister Zapp dann übrig geblieben, der hat alle weggebissen, als der Laden nämlich erfolgreich wurde. Das heißt also, wenn jetzt, sag mal, euer Unternehmen explodiert, Andreas, ne, und richtig viel Kohle verdient wird, kann es ja dann auch mal an anderer Stelle materiell dann Zoff geben, ne? Wer wird am Erfolg beteiligt oder. Absolut. Ja. Genau. Aus meiner Sicht ist da wichtig, zum einen natürlich einerseits klar zu dokumentieren, wo wir gerade sind und worauf wir uns gerade geeinigt haben. Und auch idealerweise Mechanismen zu entwickeln, dass das nicht einfach von heute auf morgen beliebig wieder umgeschmissen werden kann. Gleichzeitig finde ich es aber wichtig, und ich weiß nicht, wie ihr das so seht in der Runde und auch ihr da draußen, die ihr jetzt zuhört, dass das aber trotzdem ein lebendiges Gewerk bleiben kann, dass sich das auch entwickeln kann. Ja, dass wir einfach auch sagen können, okay, also wir operieren zum Beispiel viel mit Consent und sagen, okay, also wir arbeiten gern mit dem schwerwiegenden Einwand. Das finden wir für uns sinnvoll und mit systemischem Konsensieren, methodisch jetzt einfach. Ja. So, wenn wir aber jetzt irgendwann feststellen, aus verschiedenen Gründen, dass das für uns nicht mehr tauglich ist und nicht gut funktioniert, dann wären wir ja schön blöd, wenn wir uns jetzt nur noch an die Regel halten, weil wir es mal selber festgeschrieben haben. Das wäre ja irgendwie auch bescheuert. Ja? Also ich finde, es ist eine schwierige und herausfordernde Balance zwischen das Ding lebendig zu halten, dass es sich entwickeln darf, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite nicht in die Beliebigkeit abzudriften, dass dann die Geschäftsführer, die es ja qua Gesellschaftsrecht noch gibt, ja, das hatten wir ja vorhin schon mal kurz, dass die das einfach nach Belieben kippen können. Das ist das, was ich vorhin eingeworfen habe mit der Thematik Rechtsstaatlichkeit. Man bräuchte so eine Art Unternehmensverfassung, die gewisse Prioritäten, Prinzipien garantiert, trotzdem die Lebendigkeit zulässt, dass die Organisation sich an die veränderten Umweltbedingungen anpassen kann. Und
da bin ich dann wieder bei dieser Thematik, was ich vorhin mit Föderalisierung meinte, die unterschiedlichen Gemengelage auch abbildet. Also zum einen die Mitarbeiterinteressen, auf der anderen Seite auch die der Kapitaleigner und Eigentümer des Unternehmens und das Ganze auf Augenhöhe. Und das ist das, was für mich auch eine lebendige Demokratie draußen in der großen Politik genauso wie im Unternehmen ausmacht. Also das ist genau noch eine wichtige Frage, die mich auch umtreibt. Ne? Brauchen wir eine rechtsstaatliche Umrahmung des Ganzen? Brauchen wir eine gesetzliche Flankierung? Brauchen wir ein neues Mitbestimmungsrecht? Oder sag mal, Thomas sprach jetzt von einer demokratischen Unternehmensverfassung, dass man zumindest irgendwie auf der gesetzgeberischen Seite da schon auch so einen Rahmen setzt, damit man, sag mal, der Willkür so ein bisschen Grenzen setzt. Wie sehen das Heiko und Andreas? Heiko vielleicht mal. Weiß gar nicht. Ich habe dazu gerade nicht eine passende Antwort parat. Andreas, kannst du vielleicht einspringen? Genau. Also ja, klar, gerne. Also das ist etwas, was ich, vielen Dank, dass das jetzt auch aufkommt. Ich finde, das ist ein zentrales Thema. Auch wenn wir uns über den Begriff der Unternehmensdemokratie jetzt mal hinausbewegen, so in verwandte Bereiche wie New Work, Zukunft der Arbeit, Agilität, Arbeiten 4.0, Augenhöhe, wie immer wir es nennen. All das beschreiben wir ja in unserem Unternehmen mit dem Klammerbegriff selbstbestimmter Arbeit, weil das ist für uns im Kern das, was diese Konzepte, die teils sehr ähnlich sind, aber an manchen Stellen eben auch unterschiedlich, irgendwie aber eint. Es geht darum, dass Menschen selbstbestimmt irgendwie ihre Arbeit machen können, mehr oder weniger. So, und in diesem ganzen Kontext finde ich es halt zentral wichtig, dass wir genau das tun, Gunnar, was du angesprochen hast und du, Thomas, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass wir im Grunde genommen auch in der Legislative jetzt mal auf diese möglicherweise sich verändernden Bedingungen reagieren müssen. Also wie alt ist das GmbH-Gesetz? Das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und es ist in einer anderen Zeit entwickelt worden als die wir jetzt haben. Und wenn wir jetzt mit partizipativen Strukturen mehr arbeiten, wenn wir jetzt mehr in einer Netzwerklogik arbeiten und all diese Dinge, ja, über die wir schon gesprochen haben, dann brauchen wir aus meiner Sicht einfach auch andere Gesetze beziehungsweise eine Reformation oder Weiterentwicklung dieser Gesetze, namentlich GmbH-Gesetz, Aktiengesetz etc. pp. Genauso ist es ja auch, dass es eine Entwicklung gibt mittlerweile in Richtung Genossenschaft 2.0, wo der Markus Steg-Fellner unter anderem sehr, sehr stark mit dran arbeitet, auch eine Reform eben der Genossenschaftsidee und auch dann natürlich letzten Endes, damit wir das auch wirklich stabil bauen können und dass es nicht willkürlich immer wieder zerschossen werden kann, brauchen wir natürlich einfach auch da eine Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Also ich glaube, da müssen wir unbedingt was tun. Ja, vor allen Dingen, weil es ja, sag mal, auch, man schimpft ja immer so auf die Europäische Union, aber beim Punkto Reform des Aktienrechts haben sie ja schon einen Anstoß gegeben, beispielsweise um die Macht institutioneller Anleger zurückzudrängen und wieder, sag mal, Einzelaktionäre zu stärken oder dass man überhaupt auch Entscheidungen wieder in die Hauptversammlung verlagert, weil der Müller beispielsweise von VW, dann hat gesagt, ja, er weiß gar nicht, wie sein Gehalt zustande kommt und so im Spiegel-Interview, da sage ich mal, mein Freund, du hast den 5-Jahres-Vertrag aber sowas von hart ausverhandelt, du hast wahrscheinlich sogar deine Rente mitverhandelt, ja, und nach draußen tut er so, als ob er nicht wüsste, wie seine 10 Millionen da zustande kommen, ja. Also insofern tut sich auch auf der gesetzgeberischen Seite was, diesmal eben der Anstoß von der Europäischen Union und das sollten wir dann vielleicht nutzen. Sven Franke hat aber dann noch nachgeschoben, ich mag den Begriff selbstbestimmte Arbeit, kommt da nicht eher die Gesellschaftsform der Genossenschaft in Frage? Wie seht ihr das? Also ganz spontan kann ich nur sagen, wir hatten tatsächlich selber zum Beispiel auch uns überlegt, ob wir nicht eine Genossenschaft werden sollten. auch darüber haben wir nachgedacht. Ja, ich denke, da ist viel dran. Also sag mal, viele der Grundideen der Genossenschaft, da bin ich absolut bei Sven dabei, das würde ich genauso sehen, sind eigentlich fast geradezu scheinbar idealtypisch. Aber, jetzt kommt das Aber, wenn man sich dann jetzt mal anguckt bei der Gründung einer Genossenschaft, was da dann eingefordert wird,
um dann zu einer eingetragenen Genossenschaft zu werden, da dreht sich mir der Magen um und da muss ich ganz klar sagen, nö, da bin ich nicht mit einverstanden. Also wenn ich zum Beispiel einen Businessplan vorlegen muss, um eine EG gründen zu dürfen, beziehungsweise sie eingetragen zu bekommen, dann finde ich das sehr fragwürdig. Ja, warum muss das die Genossenschaft tun, aber die GmbH nicht? Ja. Nur ein Beispiel. Ja, also deswegen glaube ich, dass ich würde zustimmen vom Prinzip her, ja, so Radio Erivan, ne? Aber im Besonderen dann glaube ich, ist einiges mit den Genossenschaften, so wie sie jetzt laufen, doch eher problematisch, auch bis hin zu bestimmten Vorgaben, wie halt ein Vorstand auszusehen hat, also strukturell. Ich meine, man muss ja vielleicht auch noch nicht nur so eng an dem Demokratiebegriff sich abarbeiten, es geht ja auch um Themen wie Durchsetzung von sozialen Rechten oder Herstellung von Gegenöffentlichkeit, wenn es beispielsweise um Ausbeutung am Arbeitsplatz geht, sondern Offenlegung von Missständen auch, ne? Also in diesem Buch hier das demokratische Unternehmen sind so ein paar Beispiele aus dem industriellen Umfeld genannt worden, ne? Also Mitarbeiter in einem großen Handelskonzern, der auch online sehr erfolgreich ist, ich nenne mal jetzt nicht den Namen, fängt mit Z an, da werden dann halt wirklich die Leute zu gedrillt förmlich, um sag mal dann entsprechend die Ware zu picken und die sehen quasi ihre einzige Ausflucht in der kritischen Gegenöffentlichkeit, ne? Also auch das gehört ja dazu. Oder die Enthüllung von Whistleblowern, also dass man Rechtsschutz bekommt, wenn man beispielsweise Missstände aufdeckt, beispielsweise Korruption. Auch das muss doch mitdiskutiert werden. Oder wenn ich jetzt mal die Rüstungsindustrie sehe, auf die Machenschaften von Rheinmetall. Also wenn da einer, ein Insider das stecken würde, wie beispielsweise irgendwie deutsche Munition über Saudi-Arabien dann im Jemen landen, würde ich mal sagen, Rechtsschutz für diesen Mann, ja. Also was fällt euch noch ein an wichtigen Themen, die dann eine Relevanz haben? Thomas? Du hast es gerade ein Stück weit vorweggenommen. Die Gegenöffentlichkeit ist ein ganz, ganz, ganz massives Thema, das für mich eben dazugehört. Das ist Teil des Demokratiebegriffs. Und dieser Schutz spielt für mich selbstverständlich eine ganz große Rolle, weil nur so kann ich auch verhindern, dass das System Unternehmen durch Korruption an die Wand gefahren wird. Also ich denke, dass man das sogar ökonomisch begründen kann, was ja bei dem Unternehmen häufig in der Diskussion die Rolle spielt. Ist das betriebswirtschaftlich relevant oder darstellbar? Und das glaube ich schon, dass das wirtschaftlich, strategisch, nachhaltig abbildbar ist. Dass diese Relevanz da ist. Ja, vor allen Dingen, wenn eine Korruption praktiziert wird oder Schwindel im Management, guck jetzt wieder dann in Richtung Norden, Wolfsburg und so, dann am Ende des Tages kann dieses Verhalten, was vielleicht eher erst ökonomisch begründet war, ja, zu einer Vernichtung des Unternehmens führen. Insofern ist ja so mal eine kritische Öffentlichkeit dann auch ein Regulativ. Ne? Ganz genau. Andreas, was fällt dir noch ein? Mir ist gerade was eingefallen, ich muss aber hier gerade tatsächlich an der Stelle mal nachschlagen. Von daher solltest du, das ist ein sehr spannender Punkt, nur da ich kein Jurist bin, muss ich gerade kurz was gucken. Ja. Ich weiß nicht, Heiko, falls du was hast, könntest du gerne jetzt schon ergänzen. Genau, Heiko, spring rein. Ja. Was fällt dir noch ein? Ja, ich frage mich gerade, das Recht ist das eine und Whistleblower zu schützen und das andere ist eben auch die demokratische Kultur, die immer mit dem Formalen einhergeht. Und da, glaube ich, können wir alle etwas tun, indem wir nämlich durch unser Verhalten die Kultur mit beeinflussen und bestimmen. Wäre der konstruktivistische Gedanke in dem Sinne. Und das, glaube ich, ist auf jeder Ebene so, ob nun auf globaler, staatlicher oder im Unternehmen oder im Verein, wo auch immer. Nur die Gefahr ist ja schon da, dass wir irgendwie eine Desorganisation auch der Gesellschaft erleben.
Ja, also je mehr Freiberufler wir haben, je mehr Selbstständige wir haben, desto höher wird die Gefahr, dass der eine gegen den anderen ausgespielt wird. Das ist, also ich habe mal eine Interviewgeschichte gemacht über den Aufstand der Kreativen. Also weil da also auch mittlerweile irgendwie so ein Protestpotenzial wächst. Und da geht es wirklich um eine Desorganisation der Gesellschaft, die man dann irgendwie aufhalten muss, weil sich, sag mal, diese kreative Szene politisch einfach noch nicht gefunden hat, um, sag mal, auch ernst genommen zu werden, wie eine IG Metall beispielsweise. Mhm. Was sagt der Politikwissenschaftler? Ja. Ja, aber ein Grund mehr, dass sich die Leute eben in der Tat in der Diskussion finden. Gut, dann, und sich organisieren. Okay, dann schmeiße ich mal was anderes in die Runde. Ja. Man muss Mitbestimmung anders diskutieren. Wir sollten im Grundgesetz das Recht eines mitarbeitenden Menschen auf Meinungsäußerung verankern. Andreas wird das Zitat kennen, forderte Thomas Sattelberger, mittlerweile Mitglied des Bundestages, der FDP. Das kann er jetzt ja da mal auf die Tagesordnung bringen. Was würde dann passieren? Ich habe verfassungsrechtlich verbriefte Rechte als Unternehmensbürger. Man braucht diesen Flankenschutz, um eine Demokratisierung in Unternehmen zu erreichen. Wir erleben geradezu eine Explosion an neuen Möglichkeiten der Beteiligung durch die Digitalisierung. Da kann die Wirtschaftswelt nicht hinterherhinken. Letztlich ist mehr Pluralismus und Unterschiedlichkeit in jeder Organisation gefragt, um auf das Konto der Wetterfestigkeit einzuzahlen, betont Sattelberger. Und die Varietät und Komplexität einer Organisation müsse mindestens so ausgeprägt sein wie die Außenwelt. Nur so bleiben Unternehmen lebendig. Aber angefangen brauchen wir eine Grundgesetzänderung auf das Recht eines mitarbeitenden Menschen auf Meinungsäußerung. Also die Meinungsfreiheit endet ja häufig am Betriebstor. Ne? Genau, also das ist dasselbe Argument hatte ich ja auch schon gebracht. Also das kann ich nur unterstützen. Respektive an manchen Stellen würde ich sagen, müssten wir im Grunde genommen eigentlich nur die Verfassung so nehmen, wie sie schon besteht. Und die Frage muss ja auch gestellt werden, warum habe ich kein freies Recht auf Meinungsäußerung, wenn ich im Unternehmen bin? Also ist das Unternehmen ein verfassungsfreier Raum? Also gilt da die Verfassung insgesamt grundsätzlich nicht mehr oder wie sieht das da aus? Also das, also als politischer Laie stelle ich mir dann diese Frage. Kann ja eigentlich auch nicht sein, oder? Ich weiß nicht, Heiko, Thomas, was sagt ihr dazu? Also ich sagte jetzt mal als ein Beispiel aus dem öffentlichen Dienst, was die wenigsten wissen, bist du Beamter, hast du durchaus das Problem, dass deine Meinungsfreiheit in Deutschland beschränkt wird, in deiner Tätigkeit. Mhm. Zum Beispiel, wenn es um weltanschauliche Neutralität geht, klar, ist logisch, aber ich kann zum Beispiel einem Beamten verbieten, seine angestellten Kollegen beim Arbeitskampf zu unterstützen, selbst in seiner Freizeit, ist rechtlich möglich. Mhm. Aber es ist ein spezieller Fall. Aber ich glaube nicht, dass wir eine Grundgesetzänderung brauchen, weil das Grundgesetz ist ziemlich eindeutig. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist geschützt. Genau, das ist ja auch sehr knapp formuliert. Die Frage der Rechtsauslegung, und wenn man, ich bin jetzt kein Arbeitsrechtler, ich bin da auch nicht so in der Materie drin, beobachte es aber ein bisschen, die Rechtsprechung auch anschaut, differenziert die auch ziemlich genau. Was du halt nicht die Hand drauf hast, ist das, was informell läuft. Mhm. Und jetzt immer wieder an dem Thema, wo es darum geht, wir haben die formellen Strukturen, die können von mir aus fest verankert sein, funktioniert wunderbar. Der informelle Bereich ist häufig das große Problem. Mhm. Wie gehen wir informell mit solchen Dingen um? Mhm. Ja? Und vor allem ist es in der Praxis nicht ganz einfach. Wo hört Meinungsfreiheit im Alltag auf? Ein Mitarbeiter, der mal Kundin an den Kopf schmeißt, weil sie ein Kopftuch trägt, das gebe ich jetzt nicht wieder, ist geschäftsschädigendes Verhalten, ist aber eigentlich seine persönliche Meinung. Ja, ja. Wo ist die Grenze? Ja, ja. Also da sieht man, das Thema ist sehr diffizil und nicht ganz einfach. Absolut. Absolut. Daniela Röcker schreibt, Heiko, das war das Stichwort, der Whistleblower-Button kommt mit auf die Prioritätenagenda oder
Priomi-Agenda? Ja, das war ein Priomi-Insider, würde ich sagen. Ah, das war ein... das war die Idee einer Kunstinstallation, das, ja, einfach ein Button zu haben, wo man als Whistleblower draufdrücken kann. Cool. So. Sehr gut. Ja. Und in, ja, genau. Andreas, du hast jetzt nachgeguckt, juristisch. Bist du jetzt auf die Quelle gestoßen? Ja, also deine Frage war ja noch vorhin so ganz allgemein, wenn ich es richtig verstanden habe, ja, was uns noch so einfällt. Genau. Also wenn wir über den Begriff der Unternehmensdemokratie reden, okay, wir haben einen bestimmten Ausgangspunkt gehabt, der durch dich kam, Thomas. Ich nehme jetzt einfach mal so, dass wir das so weiterentwickeln können, offen. Ich finde, wenn wir über Unternehmensdemokratie reden, dann müssen wir auch darüber nachdenken, inwieweit eine Unternehmung im Rahmen der Gesellschaft auch nochmal demokratisch verankert ist oder sich dort irgendwie in irgendeiner Form relativ beliebig einfach verhält, um den eigenen Gewinn zu maximieren. Und ein Mechanismus, der ja in unserem real existierenden Kapitalismus tagtäglich zu beobachten ist, sind externalisierte Kosten. So, und insofern gab es hier einen, fand ich, sehr, sehr spannenden Vorschlag von dem Gerhard Scherhorn, der gesagt hat, naja, also es gibt ja schon Wettbewerbsrecht und wir könnten zum Beispiel die Externalisierung von Kosten eben auch als einen unlauteren Wettbewerb verstehen. Absolut. Ja, und das fand ich einen sehr genialen Gedanken. Also er hat sich hier ganz konkret, deswegen muss ich da nachgucken, auf Paragraph 3 bis 4 des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb bezogen. Das fand ich hochgradig spannend. Und das ist für mich auch tatsächlich einfach auch nochmal ein sehr, sehr urdemokratischer Gedanke, einfach zu gucken, welche Effekte hat denn die Produktion und Distribution der Produkte, die ich da erzeuge und verkaufe. Ja, und was die Externalisierung für Folgen hat, ich vermute, dass wir hier zu viert das jetzt nicht groß diskutieren müssen. Ja, vor allen Dingen muss man, gut, also nicht ökonomisch ausgedrückt geht es um das Abwälzen von Kosten, also die Sozialisierung von Kosten. Also das berühmteste Beispiel ist ja mal Umweltverschmutzung, was wir dann, also die Flussverunreinigung beispielsweise, die wir dann allgemein als Gesellschaft tragen müssen, ja. Entschuldigung, exakt, genau. Oder ergänzen nochmal, was wir ja alle, was uns allen hoffentlich noch halbwegs in den Knochen steckt, außer den Bankern, die mittlerweile dasselbe Spiel schon lange wieder treiben. Bankkrise 2007, 2008, auch da gab es eine Externalisierung von Kosten, wo eindeutig eben genau das war. Also Gewinne werden individualisiert oder eben privatisiert, ja, und die Kosten, too big to fail oder too big to jail, ja, die werden halt von uns allen getragen. Ja? Also Hypovereinsbank. Bis hin zum Atomausstieg, ne? Also mit dem Atommüll, also das, was wir da noch an Kosten tragen müssen, auch da wird ja ein Teil dann auch extern sozialisiert. Ne? Aber das über das Wettbewerbsrecht zu regeln, ist ein cooler Gedanke. Genau, das fand ich nämlich auch. Ja. Ich bin mal böse und behaupte, dass wir das meiste, was wir bräuchten, eigentlich schon haben. Ja, weil auch wenn unser BGB über 100 Jahre alt ist und aus Kaiser Wilhelms Zeiten stammt, ich habe manchmal das Gefühl, die Leute damals haben mit wesentlich mehr Weitsicht formuliert, wie unsere Gesetzgeber die letzten 10, 20 Jahre. Absolut. Ja, also das siehst du an der Halbwertszeit der Gesetze und das siehst du an der Geschwindigkeit der Novellen, die nachgeschoben werden. Ne? Dass sie, sag mal, dann teilweise handwerklich schlecht konstruiert werden. Ne? Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ich glaube, ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach Schluss. Jeder von euch kann jetzt noch einen Wunsch äußern, ja, zum Abschluss, in welche Richtung es gehen muss, in puncto Unternehmensdemokratie. Und ich würde mal sagen, Thomas, du hattest ein bisschen Schwierigkeiten, am Anfang dazuzukommen. Du machst jetzt den Anfang, dein Wunsch des Abends. Mein Wunsch des Abends ist in Bezug auf das Thema, ich hoffe, dass jetzt ein paar Kritiker zuhören, es nicht als Spinnerei abzutun, sondern durchaus mal als Chance, die Diskussion zu sehen, Unternehmensdemokratie auch als Möglichkeit zu sehen, das System Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Mhm. Ja,
Andreas? Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass die Idee der Unternehmensdemokratie tatsächlich als ein sehr wertvoller Gedanke, ein wertvolles Konzept auch in der Politik ankommt und dort auch Eingang in die Legislative findet, dass dann dort entsprechende Schritte begonnen werden können, über die wir hier schon gesprochen haben. Heiko. Und für mich ist es so, Unternehmensdemokratie würde ich gerne betrachten als einen erweiterten Begriff von Demokratie. Und zwar deswegen, weil ich glaube, die Zivilgesellschaft hat dort eine Chance zur Gestaltung. Und ich glaube, wir können da nochmal ganz andere Demokratieformen im Kleinen wie im Großen entwickeln. Und ich glaube, wir brauchen da Pluralität und Heterogenität. Und dann haben wir auch das Gefühl, etwas zusammen machen zu können. Ja, und mein Wunsch, und wir haben ja einen Verbündeten im Geiste, ne, das ist Thomas Sattelberger, der jetzt im Deutschen Bundestag sitzt, dass er unser Verbindungsmann ist in die Legislative, um diese Ideen in den Bundestag zu bringen. Dann wären wir dann schon einen Schritt weiter. Ja, wir wären einen Schritt weiter. Okay, also dann bedanke ich mich also zu später Stunde für die Diskussion und für die Beteiligung, natürlich auch für die vielen Fragen und Diskussionsbeiträge, die hier eingeworfen wurden. Und man hört, sieht und streamt sich sicherlich dann wieder in der nächsten Woche. Aber jetzt haben wir erstmal Wochenende und ja, ach nee, ich habe morgen Vorlesung auch noch. wir genießen den Sonnenschein, es soll ja über 20 Grad werden und in Bonn, glaube ich, sogar 25 Grad. Also, vielen Dank fürs Mitmachen an euch drei und man sieht sich bei nächster Gelegenheit. Bis dann, tschüss. Danke auch. Ciao. Ciao, ciao.